Hallo und Dobri den aus Markersbach. 20 Jahre SC-Einheit Baratal-Bergishübel, wo einst die Schlacht um Kulm im Jahr 1813 stattfand, nehmen wir euch mit auf ein friedliches und harmonisches Fest im Zeichen der deutsch-tschechischen Freundschaft. Großes Miteinander stand im Vordergrund dieses Wochenende. Circa 100 Helfer aus den ansässigen Vereinen stellten hier ein Programm vom Feinsten auf die Beine und den Anfang machten die ganz kleinen Fußballer. Vier Mannschaften, zwei Nationen. Drei Teams vom SC Einheit und ein Team aus Petrovice spielten am Samstagvormittag und lockten die ersten Schaulustigen nach Markersbach. Die kleinen zukünftigen Messis und Ronaldos zeigten ihr Können und brachten den ein oder anderen zum Staunen. Auch wenn die Kommunikation untereinander vielleicht schwierig verlief, wenn es ums runde Leder ging auf der grünen Wiese, sprachen sie alle dieselbe Sprache. Wir pflegen das ja nun seit vielen Jahren. Wir waren jetzt vor wenigen Wochen das 14. Mal in Petrovice beim Fußballturnier. Wir haben die Gemeinschaft jetzt mit der Feuerwehr gefestigt und mittlerweile geht das auch über unsere Gemeinde, was jetzt vielleicht über den Sportverein rausgeht, dass auch die Gemeinden jetzt Gespräche führen, ob es vielleicht mal einen gemeinsamen Radweg oder sowas gibt. Also auf jeden Fall haben wir da einen super Kontakt und es macht einfach Spaß, weil wir uns beide sehr schätzen, also beide Teile der Grenze. Das erste größere Highlight für Jung und Alt bot dann das Altblechtreffen an der Grenze. Alles, was knarrt, quietscht und männlich einfach geil nach Benzin riecht, fand sich an diesem Samstag auf dem Gelände des Vereins zusammen. Das allererste Treffen, noch vollkommen unabhängig vom SC Einheit, war damals eine Bieridee, auch mit lauwarmem Bier aus dem Kofferraum. Damals 30 Leute fanden sich ein, im letzten Jahr dann das erste offizielle Treffen, da waren es 400 Fahrzeuge. In diesem Jahr kamen 300 Autoverrückte zum SC Einheit. Die Stimmung war super, gab auch frisch gezapftes, kühlen Gerstensaft direkt aus der Anlage und sorgte für die ein oder anderen funkelnden Augen bei den Schmuckstücken, die da dabei waren. Leuchtende Augen gab es dann auch beim ersten fußballerischen Akt auf dem Großfeld. Organisator des SC Einheit Thomas Marte erzählt uns mehr. Wenn man dann hier am Samstag hier steht und von Petrovice kommt die A-Mannschaft und von den 15 Mann geben einem 12 die Hand und sagen Hallo Domasch, dann ist einfach schön. Und da denke ich, da haben wir was Gutes getan. Der SC Einheit Baratal-Bergishübel gegen Hranica Petrovice übersetzt die Grenzgänger Petrovice. Und zum Moldau-Thema ging es für beide Mannschaften aufs Feld. Sogar Gastgeschenke hatten die Freunde aus dem Nachbarland dabei. Kapitän Patrick Karl überreicht John Hausschild einen Wimpel samt Bierfass. Zum Spiel an sich. Baratal, die sogar schon mal ein Jahr Bezirksliga gespielt haben, gehen früh in Führung durch Alexander Fleischer, auch Butcher genannt. Per Ecke kommen die Grenzgänger, dann aber wenig später zum Ausgleich. Schön gemacht, direkt auf der Linie, dann hinein ins Glück. Und unter den Augen der DDR-Nationalmannschaft, die sich schon bereit machten für das große Highlightspiel am Nachmittag, treten dann die Gäste aus dem Nachbarland Hranica Petrovice nochmal richtig auf. Schönes Kombinationsspiel zum Endstand, zum 4:1 für die Tschechen. Das war wirklich klasse herausgespielt. Günther und Hindrich, ja, es ist, wenn die Stadtkinder rausgelassen werden, dann können sie sich halt hier bei uns auch mal austoben. Da sind wir sehr sozial. Und dann war die Zeit reif. Nostalgiker aufgepasst. Zur ehemaligen DDR-Nationalhymne ging es rauf aufs Feld. Da waren sie also wieder da. Große Fußballnamen wie Matthias Mauch, Rainer Ernst oder Thomas Hossmann waren da und spielten gegen die Kreisauswahl Ü50. Die DDR-Nationalmannschaft mit prominenten Trainer Matthias Atze Döschner. Hier war also alles dabei. Das Spiel durch eine hervorragend aufgelegte DDR-Mannschaft, spielbestimmend. Mauch mit dem Führungstreffer für die DDR-Auswahl.
Das ganze Geschehen wurde kommentiert von MDR-Fußballexperte Uwe Karte und Gastronomlegende Karl-Heinz Bellmann live für die Zuschauer vor Ort und konnten dabei noch die ein oder andere Anekdote erzählen. Besonders Bellmann fiel mit seiner perfekten Vorhersage der Torschützen auf, wie hier, als er ahnte, dass Andreas Freudenberg, aktuell Trainer bei Gurgnitz, den Ausgleich markierte. Das schönste Tor des Tages aber gehörte mit diesem Hammer allerdings Thomas Hossmann zum 5:1 in der 62. Spielminute. Hossmann 1985 bei Hoyerswerda, sein Bruder holte dort kürzlich das Double. Unsere treuen Zuschauer werden das wissen. Abseits des Fußballs gab es noch etwas fürs Auge. Ein Flitzer hatte sich auf den Weg gemacht, kein Unbekannter. Der Tscheche, eigentlich nur genannt, wollte die Aufmerksamkeit des Publikums. Das war heute richtig schön Spaß. Das war natürlich klasse, was hier Mock und seine Truppe in Markusbach, was die hier auf die Beine gestellt haben. Hat Freude gemacht, ja, auch für die Zuschauer, selbst für die Spieler, ja, und selbst für die hier Nationalspieler. Ja. Das war für die genauso ein Erlebnis, mal hier aufs Land zu kommen, ja, und mal hier zu spielen. Ein absolutes Highlight für das Publikum, die Nostalgiker und die Spieler selbst, auch gejagt vom nächsten Klassiker. Und zum Abschluss des sportlichen Samstages stand wieder die deutsch-tschechische Freundschaft im Vordergrund. Die alten Herrenvertretung des SC Einheit und von Petrovice endete ebenfalls mit einem Sieg für die Gäste. Am Ende stand es 2:3 für Ranica. Gespielt wurde auf der halben Hälfte und auf Kleinfeldtoren. Neben taktischen und fußballerischen Finessen gab es aber auch die ein oder andere Aktion zum Schmunzeln. Kurz nach 6 stand dann der musikalische Ausklang als Hauptakt des Abends an. Drei fantastische und unterschiedliche Bands sorgten für eine ganz besondere und ausgelassene Stimmung und ließen den ein oder anderen auch nochmal ins Gespräch kommen. Insgesamt 1000 Besucher waren an diesem Wochenende in Markersbach. Der Sonntag begann früh und neben einem traditionellen Frühschoppen, neben selbstgebackenem Kuchen, standen dann die Frauen im Vordergrund. Das Damenturnier fand statt und auch die konnten wirklich kicken, brachten den ein oder anderen Fan zum Staunen. Im Modus jeder gegen jeden duellierten sich die Mannschaften des SC Einheit aus Kreischer, Langburgersdorf und Freital. Den Turniersieg konnten am Ende die Mädels des SC Freital bejubeln. Also nicht nur die Freitaler Herren können richtig gut an den Ball treten, die Frauen machen denen mindestens genauso Konkurrenz. Krönender Abschluss machten dann die Herren in Rot. Das Feuerwehrturnier stand an und die Szenen erinnerten an den Film Backdraft. Echte Männer, die durchs Feuer gehen. Die Petrovic auch hier mit einem Gastgeschenk. Die Jungs sind ja wirklich irre. Ach, ich mag sie. Die Jungs aus Petrovic. Dann ging es ans Eingemachte. Die Aufgabe, so simpel sie klingt, so schwer war sie, wie die Bilder zeigen. Die Kameraden sollten einen Wasserschlauch per Motor unter hinterliegendem Wasserbecken zum Laufen bekommen und auf eine Zielscheibe den Strahl richten, bis eine Lampe leuchtet. Nicht jeder konnte die Aufgabe problemlos erfüllen. Am schnellsten war es dann am Ende der Trupp aus Bad Gottleuba, der es in 41 Sekunden schaffte, vor den Markersbacher Kameraden und den Freunden aus Tschechien. Ebenfalls dabei waren die Kameraden aus Birnersdorf, Bergishübel und Langhennersdorf. Der SC Einheit Baratal Bergishübel bedankt sich bei allen Helfern, die es schafften, ein absolut tolles Programm auf die Beine zu stellen, die es schafften, ein Fest voller Sinnlichkeit, Harmonie und Heiterkeit zu organisieren. Ohne euch wäre das Fest nicht möglich gewesen. Ein weiterer Dank gilt natürlich ebenfalls allen anwesenden Gästen, den Sponsoren und besonders unseren Freunden aus Tschechien. Danke, dass ihr alle da wart. Wir freuen uns schon aufs nächste Fest. Es war ein grenzenloses Wochenende. Und damit Tschüss und Spohem aus Markersbach. Wie viel Vorbereitungszeit hast du eigentlich hier investieren müssen?
investieren müssen. Ja, es waren ganz viele Stunden, die man dafür investieren musste. Wochen. Natürlich, man kann eine Woche vorher anfangen und sagen, jetzt kommt mal dort drei Bands und dort irgendwie die Traditionsmannschaft oder so. Also das, ich denke, vor einem halben Jahr haben wir angefangen. Und manchmal denkt man dann, man wiegt sich in Sicherheit und denkt, es läuft alles und kurz vorher wird es halt alles wild. Aber wie du schon schön gesagt hast, wir haben die Pannen gehabt, aber im Großen und Ganzen sind wir echt zufrieden. Es ist alles ganz rund gelaufen.